Wir haben jetzt uns jetzt so oft schon darüber unterhalten, dass man, dass nicht nur der Op-Amp quasi ein Verstärker ist mit einem sehr, sehr hohen Verstärkungsfaktor, sondern dass man damit eben auch gut Verstärker dann bauen kann mit einem sehr gut definierten Verstärkungsfaktor. Und das wollen wir uns in den nächsten beiden Blöcken noch anschauen, dann sind wir durch für heute. Und das ist gleich mal hier die Schaltung von einem sogenannten invertierenden Verstärker. Und wir haben vorher gesagt, das war das letzte, mit dem wir aufgehört haben vor der Pause, der Op-Amp arbeitet immer so, dass er diese beiden Eingänge auf gleich setzt. Dass das gleiche Potenzial an diesen Eingängen anliegt oder dass die Spannung zwischen den Eingängen auf Null geht. Und oft ist es so, dass der Plus-Eingang dann auf Masse hängt. Wobei Masse jetzt nicht unbedingt der negative Anschluss von meiner Versorgungsspannung sein kann, sondern einfach der Bezugspunkt, auf den sich meine Signale beziehen. Wir haben vorher gehabt, die Op-Amps, die vielleicht mit plus minus 12 Volt betrieben werden, und dann hätten wir bei 0 Volt quasi die Masse von den Signalen, um die schwingen die Signale. Und darum nennt man diesen Punkt hier, den Knoten, an dem der Minuseingang hängt, virtuelle Masse. Weil der nämlich das gleiche Potenzial hat wie die Masse, also es verhält sich so, als wäre der mit Masse verbunden. Der ist aber nicht mit Masse verbunden, sondern der Op-Amp regelt den Ausgang einfach nur so, dass sich dann hier genau dieses Phänomen einstellt. Also das nur zu diesem Begriff virtuelle Masse, wenn ihr das hört, dann geht das quasi darum, dass zwei Punkte auf dem gleichen Potenzial liegen, aber nicht, weil sie miteinander verbunden sind, sondern weil es eine Schaltung gibt, die das eine Potenzial so einregelt, dass es dem anderen entspricht. Gut, und wenn wir eben hier jetzt in diesen Rückkopplungspart hier so gestalten, dass wir da einen Widerstandsspannungsteiler machen, dann bekommen wir einen invertierenden Verstärker. Mal schauen, ob da ein bisschen Formeln sind. Nein, wir kommen gleich zu diesem Diagramm. Und das mache ich jetzt so. Ich lasse die Schaltung hier und ich zeichne das Diagramm am Flipchart. Also, zu der Schaltung, wir legen hier unsere Eingangsspannung an, das heißt unsere Eingangsspannung, die legen wir nicht an den Pluspol an, sondern die legen wir auch an dieses Widerstandsnetzwerk an, was mit dem negativen Eingang vom Op-Amp verbunden ist, da kommt unsere Eingangsspannung hin. Und der Ausgang vom Op-Amp, der geht sowohl in diesen negativen Rückkopplungspfad, als auch, das ist der Ausgang von der Schaltung. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn ich hier eine gewisse Spannung anlege, dann fließt ja da ein Strom hinein, nicht? Weil das hier wird bei Ground sein, sagen wir, da mache ich plus 1 Volt, dann habe ich 1 Volt Spannungsabfall an diesem Widerstand und nach dem Ohmschen Gesetz habe ich dann da einen gewissen Spannungsabfall. Gut, also ich habe jetzt hier einen Strom, der hineinfließt, nämlich 1 Volt geteilt durch diesen Widerstand. Und wenn dieser Strom jetzt dann hier ist, wo kann der hinfließen? Kann der hier in den Op-Amp hineinfließen? Nein, weil der ist hochohmig, der Eingang. Das heißt, der gesamte Strom, der durch R1 fließt, der fließt auch durch R2. Und das ist der wesentliche Grundgedanke bei dieser Schaltung hier. Sagen wir jetzt, diese beiden Widerstände sind gleich groß. Aber sind jeweils 1 Kiloohm zum Beispiel, damit es leicht zu rechnen ist. Wir legen hier 1 Volt über Ground an, dann fällt an diesem 1 Kiloohm Widerstand 1 Volt ab, das heißt 1 Milliampere fließt durch den durch. Das gleiche Milliampere fließt auch durch den zweiten Widerstand, das heißt, da fällt auch wieder 1 Volt ab, das heißt, wir müssen am Ausgang minus 1 Volt haben. Aber nicht dieser Strom hier quasi macht, dass hier minus 1 Volt rauskommt, sondern der Op-Amp macht das. Der Op-Amp legt den Ausgang auf minus 1 Volt, weil das genau die Spannung ist, bei der sich mittig in diesem Spannungsteiler die Masse einstellt. Und der Op-Amp will ja, dass die beiden Eingänge gleich sind. Und der Op-Amp muss den Strom fressen. Der muss den Strom fressen, genau. Also wenn der Ausgang jetzt quasi hochohmig auch wieder ist, dann würde quasi beim Op-Amp, der ist zwar auf minus 1 Volt, der muss aber dann quasi trotzdem, obwohl er schon negativ ist gegenüber Ground, Strom aufnehmen. Aber das macht er schön brav, weil er macht alles, was er tun muss,
damit diese Bedingung erfüllt ist, die beiden Eingänge sind auf dem gleichen Potential. So, und da habe ich mir ein Diagramm ausgedacht, das habe ich in keinem anderen Buch gefunden, das ich sehr nützlich finde, um sich diese Dinge vorzustellen. Nämlich betrachten wir in diesem Diagramm den Strom, der hier durchfließt. Und auf dieser Achse hier tragen wir die überwundenen Widerstandswerte auf. Und darum beschrifte ich die hier mit der Summe der Widerstände sozusagen. Wir haben dann quasi hier irgendwo einen Punkt, da noch einen Punkt und da noch einen Punkt. Und diese Strecke hier entspricht jetzt dem Widerstand R1. Und diese Strecke hier entspricht dem Widerstand R2. Gut, auf der zweiten Achse, tragen wir das Potential von diesen Punkten auf. Und ich beschrifte die ganz schlampig als U, obwohl es eigentlich eine Potential- und keine Spannungsachse ist. Es ist immer die Spannung gegenüber Masse, dann kann ich wieder als U beschriften. So, und jetzt bekomme ich ein Bild, das in etwa so ausschaut. Den Punkt hier in der Mitte, den können wir fixieren. Da wissen wir ganz genau, welches Potenzial das hat, weil das ist unsere virtuelle Masse. Das hier entspricht dem Ground-Potenzial. Es ist zwar nicht mit Ground verbunden, aber es ist das Ground-Potenzial. Ich veranschauliche das mal so. Gut, und jetzt schicken wir da einen konstanten Strom durch. Und wir wissen natürlich, U ist gleich R mal I. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, hier Widerstände zu überwinden mit einem konstanten Strom, dann ändert sich automatisch auch mein Potenzial. Wenn ich irgendwie 1 Ampere wo durchschicke durch eine Kette von Widerständen und das sind lauter 1 Ohm Widerstände, dann wird sich mein Potenzial mit jedem Widerstand um 1 Volt verändern. Weil eben U ist R mal I. Das heißt, aber dass das I hier die Steigung darstellt. Wenn das I sehr groß ist, ich überwinde einen kleinen Widerstand, mache ich einen ordentlichen Sprung in der Spannung. Wenn das ein sehr kleiner Strom ist und ich überwinde einen Widerstand, dann ist das nur sehr flach. Das heißt, ich habe hier jetzt irgendeine Linie, die könnte vielleicht so durchgehen. Und das I, das gibt mir eben diese Steigung vor. Aber die Steigung ist links und rechts gleich groß, weil der Strom nirgends anders hin kann. Und damit habe ich jetzt hier einen Punkt und da einen Punkt. Und das wäre jetzt dann zum Beispiel mein Eingang, U-in, und das wäre mein Ausgang, U-out. Jetzt haben wir gesagt, der Strom, der gibt uns quasi diese Steigung vor. Was ich aber in der Schaltung hier mache, ich schicke keinen Strom rein, ich habe ja keine Stromquelle angeschlossen, sondern ich habe eine Spannungsquelle angeschlossen. Das heißt, ich bestimme quasi nicht die Steigung von dieser Linie, sondern ich bestimme diesen Punkt hier, den kann ich rauf und runter verschieben. Und wenn ich den quasi weiter runter schiebe, dann werde ich aber trotzdem genau das Phänomen haben, dass die Linie natürlich durch diesen Punkt durchgehen muss, weil das macht mir der Operationsverstärker, dass der mittlere Punkt auf Masse liegt. Und diese größere Steigung wird sich auf der anderen Seite natürlich fortsetzen. Ich zeichne das vielleicht da oben ein. Sagen wir, ich habe den Eingang jetzt da. Dann wird die Ausgangsspannung da unten sein. Also das verhält sich wie eine Wippe quasi. Ich habe diesen Punkt festgegeben von der Schaltung. Diesen Punkt kann ich bestimmen mit dem, wo ich am Eingang bin. Und der Ausgangspunkt, der ergibt sich einfach dadurch, dass die Steigung auf diesen beiden Abschnitten gleich sein muss.
So, und hier habe ich dann noch eingezeichnet, das ist der Spannungsabfall an dem ersten Widerstand und der Spannungsabfall an dem zweiten Widerstand. Und in dem Fall habe ich jetzt die beiden Widerstände etwa gleich groß gezeichnet. Welche Verstärkung hat diese Schaltung hier, wenn man sich einfach nur dieses Bild anschaut? Also der Betrag stimmt, aber das Vorzeichen ist. Minus 1, genau. Wenn ich da quasi über 0 Volt reinschicke, kommt 1 Volt plus reinschicke, kommt 1 Volt minus raus. Wenn ich ein halbes Volt minus reinschicke, kommt ein halbes Volt plus raus. Also diese Schaltung hat einen Verstärkungsfaktor von 1. Wenn ich aber jetzt hier die Widerstandswerte anders wähle, dann kann ich einen anderen Verstärkungsfaktor machen. Wenn ich den R2 jetzt doppelt so groß wähle, so, sagen wir jetzt so in etwa, das ist mein R2', mein neues R2, dann wird sich, wenn das sich hier verdoppelt, wird sich auch meine Ausgangsspannung verdoppeln. Weil ich einfach genau die gleiche Steigung für eine längere Strecke, für ein längeres R fortsetze. Und da sieht man, wenn man quasi vorher, wenn ich es vorher gesagt habe, das ist wie eine Wippe, auf der einen Seite bewege ich und auf der anderen Seite bewegt sich dann eben diese Ausgangsspannung, dann kann ich hier eben noch quasi einen größeren Hebel machen und wenn die eine Seite sehr groß ist und die andere Seite klein, dann brauche ich hier nur ein bisschen rauf und runter wackeln und am anderen Ende wird das extrem weit auslenken. Also das ist die Idee hinter diesem Diagramm, das man zumindest verwenden kann für diese Art von invertierenden Verstärker, für den nicht invertierenden Verstärker und auch für wie ist das Wort? Die Messverstärker. Instrumentenverstärker, danke. Die kommen dann noch. Wir werden dann Instrumentenverstärker nächstes Mal oder übernächstes Mal machen. Gut. Das heißt, was ist jetzt der Verstärkungsfaktor als Formel? Einfach nur aus dieser Anschauung heraus. Was ist das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung und der Eingangsspannung? R2 durch R1 und dann der Minus dazu. Ja. Minus R2 durch R1. Nicht, wenn ich beide R1 und R2 gleichermaßen größer und kleiner mache, mit dem gleichen Faktor, dann wird sich an diesem Bild überhaupt nichts ändern. Dann wäre quasi das Übersetzungsverhältnis von diesem Hebel sozusagen immer noch gleich groß. Aber wenn ich auf der einen Seite jetzt den Wert 1 habe und auf der anderen Seite zum Beispiel den hundertfachen Wert, ja, dann wird hier 1 Volt rauf oder runter oder 1 Millivolt rauf oder runter, ist vielleicht sinnvoller, auf der anderen Seite 100 Millivolt rauf oder runter bewegen, weil ich die gleiche Steigung hier für eine Strecke 1 habe und auf der anderen Seite für die hundertfache Strecke. Gut, also das ist das Funktionsprinzip von einem invertierenden Verstärker. Jetzt kann ich auch Verstärkungen kleiner 1 machen, kriege ich damit bei ausreichend kleiner Verstärkung jeden Op-Amp zum Schwingen? Ja. Ja, wenn du das entsprechend klein verstärkst, solltest du jeden Op-Amp zum Schwingen kriegen. In welchem Frequenzbereich, so grob? Ich hätte jetzt mal gesagt, 1 durch das Doppelte der Zeit, die das Signal braucht, um zu propagieren. Ah ja, okay. Das ist dann deine Frequenz. Modulo irgendwelche Nichtlinearitäten. Aber die Größenordnung ist jedenfalls Periodendauer das Doppelte vom Propagation Delay. Was heißt das auf Deutsch, Propagation Delay? Laufzeit, ja, ist gut. Verzögerung, Durchlaufzeit, glaube ich, ist das. Ja. Mhm. Okay. Gut, das haben wir gemacht. So, also das Sigma-RU-Diagramm, das haben wir jetzt besprochen, glaube ich.
Welches mechanische Modell fällt Ihnen dazu ein? Das mit der Wippe ist nur so halb richtig, übrigens, weil sich ja hier die Länge von diesem Arm ändert, wenn ich weiter runtergehe. Das heißt, das Wippenmodell stimmt nur für sehr kleine Winkel. Aber als Näherung, glaube ich, ist das ganz gut, um sich das Funktionsprinzip zu veranschaulichen. Ja, genau. Also ich habe dann auch solche Dinge im Kopf. Man kann sagen, da sind jeweils Schienen und da sind dann so Stäbe, die da durchgehen. Aber es ist unsinnig. Ich glaube, das Funktionsprinzip ist schon klar. Wenn man jetzt irgendwie mechanische Konstruktionen sich überlegt, dann verwässert man nur die Idee. Gut. Jetzt haben wir eine Übung. Zeigen Sie mit Hilfe der Netzwerkanalyse, dass die Verstärkung der Schaltung Uout zu Uin minus R2 durch R1 ist. Was ist die Netzwerkanalyse? Was war das mit den Widerständen im Würfel und so? Ja. Die einzelnen Segmente sich anschauen. Mhm. Ja. Gut, wie mache ich das, dass ich mir mit der Netzwerkanalyse überlege, was die Verstärkung ist? Zwei Punkte gleichsetzen sozusagen in einer Gleichung. Mhm. Also 0 ist gleich. Was? Schreib auf, du sagst, 0 ist gleich. Also wir können ja aufschreiben, was wir wissen. Wir nennen mal, machen wir es auf ganz gründlich, wir nennen den Strom durch R1 I1, den Strom durch R2 I2. Dann wissen wir aufgrund der Knotenregel hier, dass je nachdem wie der Bezugssinn ist, wo wollen wir den Bezugssinn machen von den Pfeilen? Weiter nach rechts? Ja, gut. Dann frage ich das. Halt um den Aufwand, dass der Strom nach rechts fließt. Ja. Dann genau. Dann verwende ich dein 0 ist gleich weiter und sage irgendwie I1 minus I2, weil das eine dazufließend und das andere abfließende Strom ist. I dividiert durch R1. Ja, das ist die zweite Gleichung. Ja. Du machst es schon richtig. Du bist dann schon beim nächsten Schritt in der Netzwerkanalyse. Ich mache jetzt auch nicht ganz genau die Netzwerkanalyse, aber im Wesentlichen ist halt die Idee bei Netzwerkanalyse, dass man für jede Kante in der Schaltung, also für jedes Bauteil, eine Gleichung aufstellt und für jeden Knoten eine Gleichung aufstellt. Nicht? Und wir haben hier einen nicht trivialen Knoten, nämlich den in der Mitte. Und dann wissen wir halt, U ist R mal I, aber im konkreten Fall heißt das halt U in ist R1 mal I1 und wir wissen U out ist, jetzt brauchen wir ein Minus wegen dem Bezugssinn von dem Strom, weil man sagt, die Ströme gehen alle nach rechts. Also minus R2 mal I2. In dem Kapitel, in dem wir die Netzwerkanalyse eingeführt haben, da haben wir es ein bisschen mehr formalisiert, wie man diese Dinge aufstellt. Und dann haben wir gesagt, am Schluss kann man eine Knotengleichung wegwerfen. Die Knotengleichung haben wir jetzt gar nicht aufgestellt. Welche wäre denn das noch? Was wäre denn die nächste Knotengleichung? Ja, das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich gar keine Quellen angeschlossen haben und keine, also wenn wir hier rechts hochrohmig sind, was wir mal annehmen, dass wir nur ein Messgerät haben, dann können wir natürlich fürs Messgerät auch noch eine Gleichung aufstellen. Was ist denn die Gleichung für ein Spannungsmessgerät? Für ein Spannungsmessgerät. Welche Gleichung würde ein Spannungsmessgerät beschreiben? Ja,
unendlich oder durch hoch. Ja. Also, I ist gleich 0. I ist gleich 0, genau. Und das U kommt gar nicht vor. Und das könnte man natürlich machen. Wir könnten jetzt quasi sagen, ah, da ist ein Knoten, da fließen Ströme zu und Ströme ab. Und dann haben wir hier noch ein Bauteil der Gleichung I ist gleich 0. Aber dann ist der Strom, der dorthin fließt, 0. Und dann wird diese Knotengleichung genauso trivial wie die andere. Also lassen wir es einfach. Normalerweise gibt es eine Knotengleichung, an die man nie denkt, nämlich die für den Masseknoten. Und man sagt, die ganzen Ströme, die müssen irgendwo aus der Masse kommen, wieder zurückfließen in die Masse. Und meistens, wenn man diese Knotengleichungen aufstellt, lässt man die eh schon unter den Tisch fallen. Man könnte sagen, als Richtlinie, man schreibt einfach so lange Gleichungen auf, die linear unabhängig sind, das ist halt noch so ein Zusatzding, bis man sieht, man hat jetzt eigentlich genug Gleichungen, damit man die ganzen Variablen lösen kann, die man lösen möchte. Und was haben wir hier? Wir haben U in und U out. Das wollen wir in dem haben, was rauskommt. Wir haben R1 und R2, das ist gegeben. Und wir haben I1 und I2. Die wollen wir eigentlich weghaben. Eigentlich wollen wir keine Gleichung am Schluss haben, wo I1 und I2 vorkommt. So wollen wir nur noch was haben, wo wir die beiden Spannungen und die beiden Widerstände irgendwie drin haben. Das heißt, wir wollen zwei Variablen loswerden. Glücklicherweise haben wir drei Gleichungen, das heißt, wir sind fertig. Das ist quasi die einfache Art, das zu machen. Und dann kann man natürlich hergehen und sagen, gut, das heißt dann nichts anderes als I1 ist gleich I2. Und das definiere ich mir jetzt als einfach I, weil wozu brauche ich da zwei Is? So, dann kann ich die Indizes wegstreichen. Jetzt haben wir nur noch zwei Gleichungen, die haben wir gerade verwendet. So, wenn ich jetzt einfach gleich das R rübergebracht habe, dann ist das U in durch R1, R2. Genau. U in durch R1 ist gleich I1 und U auch durch R, minus R2 oder minus U auch genau. Durch R2. Du hast dann halt noch das I1 und das I2, weil wir halt mit dem da angefangen haben. Aber genau das machen wir. Wir bauen beide um und dann haben wir eben U in durch R1 ist gleich I, aber das ist natürlich auch minus U out durch R2. Und jetzt kann man das natürlich noch ausmultiplizieren, dass man dann hat U in durch U out, das heißt, ich habe beide Seiten durch U out dividiert, multipliziere beide Seiten mit R1. Und natürlich ist das genau verkehrt rum, weil wir wollen U-out durch U-in und nicht U-in durch U-out. Das heißt, wir drehen beide Seiten noch einmal um und dann haben wir genau das, was wir haben wollten. U-out durch U-in ist gleich minus R2 durch R1. Also du hast gerade vorher gesagt, dass du die zwei Gleichungen auch durcheinander dividieren hättest können? Die zweite? Ja, genau, hätte ich auch machen können. Das wäre halt eine andere Form der Umformung. Wenn ich zwei Gleichungen habe, kann ich die immer auch durcheinander dividieren und so eine gleiche bekommen. Ich bin halt jetzt den Automatismusweg. Ja? Du formst alles um in die Variable, die du eliminieren möchtest und dann kannst du es gleichsetzen. Aber natürlich, man hätte auch diese beiden Gleichungen einfach dividieren können. Wäre genau das gleiche rausgekommen. Also wir sehen, es passt nun nicht nur mit dieser Anschauung, mit dieser Wippe und diesem Diagramm, sondern wir können es auch einfach durchrechnen und kommen aufs gleiche Ergebnis, dass das ein invertierender Verstärker ist mit dem Verstärkungsfaktor minus R2 durch R1. Okay. So, dann haben wir hier einen nicht invertierenden Verstärker. Das Gegenstück quasi. Und wir sehen, wir haben im Grunde die Eingänge der Schaltung vertauscht. Also vorher war quasi am Pluspol von dem Operationsverstärker die Masse und hier war der Eingang. Und jetzt hängen wir hier die Masse hin und am Pluspol vom Operationspol, am Pluseingang vom Operationsverstärker das Signal. Und ich behaupte jetzt, das ist ein nicht invertierender Verstärker.
wie wird so ein Summe-RU-Diagramm ausschauen für diesen nicht invertierenden Verstärker? Die Masse ist jetzt hier und der Eingang ist jetzt da. Das ist anders. Ja. Vom gleichen Stromwert. Und jetzt ist die Masse da und hier ist der eine und da ist der andere. Das heißt, es geht in die gleiche Richtung. Also perfekt. Ich sehe, mein Diagramm funktioniert. Gleiche. Wunderschön. Ja. Magst du es aufzeichnen? Was soll ich? Ich zeichne es auf. So, also wir markieren quasi wieder unsere Widerstände als Strecken hier. Das ist wie ein Hebel, oder? Ja, genau, es ist wie ein Hebel. Jetzt ist der Punkt festgegeben, das ist die Masse. Und jetzt gehe ich quasi wieder, der Strom, der da fließt, muss durch beide Widerstände fließen. Das heißt, die Steigung entlang dieses Segments und dieser Sequenz, das ich nicht beschriftet habe, ist gleich groß. Und ich nehme jetzt einfach irgendeine Steigung, eine Richtung. So. Jetzt haben wir hier einen Punkt und da einen zweiten Punkt. Die Mechanik ist die gleiche geblieben, nur der Fixpunkt ist auch. Der Fixpunkt ist ein anderer, genau. Und wir haben jetzt hier quasi keine virtuelle Masse mehr, sondern sagen wir einen virtuellen Eingang. Die beiden werden vom Operationsverstärker auf gleich geregelt, aber das Plus ist halt jetzt mein Eingangssignal. Das heißt, der macht mit dem Ausgang, was immer notwendig ist, um diesen Punkt auch auf dieses Potential zu regeln. Das heißt, ich kann jetzt an den mittleren Punkt hinschreiben, U hin. Jetzt haben wir hier U auf. Und natürlich kann ich jetzt hier rauf und runter bewegen, und wenn die zum Beispiel gleich groß sind, dann ist das schon doppelt so groß wie das UI. Das heißt, was ist jetzt in diesem Fall das Verhältnis U-Out zu U-In? U-Out zu R2 plus R1 dividiert durch R1. Jawohl. Kann ich damit einen Verstärker bauen, der einen Verstärkungsfaktor von kleiner als 1 hat, unabhängig davon, dass es eine schlechte Idee ist, einen Verstärker zu bauen? Nein, geht nicht. Nur mit negativen Widerständen. Nein, es gibt verschiedene Bauteile, die manchmal als negative Widerstände arbeiten, aber es ist sehr markant. Man kann eine Tunneldiode zum Beispiel verändern, das macht Hochfrequenzschaltungen manchmal. Naja, aber wenn man den Faktor 1 nimmt, dann kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass R2 wegfällt. Und dann kann man eigentlich R1 wieder weglassen, weil dann sind wir eh wieder bei diesem Impedanzwandler. Genau. Also der Extremfall quasi von einem nicht invertierenden Verstärker ist der Impedanzwandler. Das heißt, die kleinste Verstärkung, die möglich ist. Weil dann ist R2 quasi 0. Dann habe ich hier einen Kurzschluss und ein Kurzschluss gewinnt immer gegenüber einem Widerstand, der größer ist als 0. Das wäre natürlich jetzt faszinierend. Kann man die Schaltung entwerfen, die einem negativen Widerstand entspricht? Ja. Es gibt kann man die dann da einbauen? Man kann mit Operationsverstärkern zum Beispiel negative Widerstände auch bauen. Das ist. Keine, könnte man möglicherweise wieder. Das Problem ist, wenn ich die hier einbaue, dann habe ich quasi in dem Rückkopplungspfad noch ein zweites Bauteil, das eine Verzögerung einbaut. Und dann muss ich anfangen, viel nachzurechnen, ob das nicht anfängt zu schwingen, einfach
weil jetzt diese Zeit hier größer geworden ist und damit sich die Frequenz, bei der es anfangen wird zu schwingen, mehr Richtung niedriger Frequenzen verschiebt. Und die Operationsverstärker sind in der Regel eben so dimensioniert, dass sie nicht schwingen, wenn der Rückkopplungspfad quasi beliebig schnell ist. Was ich habe, wenn ich einfache Widerstandsschaltungen mache, da geht das zack durch, aber wenn ich jetzt quasi hier wieder einen virtuellen Widerstand einbaue, der selber drinnen Operationsverstärker und so hat, dann könnte es sein, dass es anfängt zu schwingen. Das kann man auch bekämpfen, da muss man sich überlegen, wie man hier noch Frequenz kompensiert, dass man quasi sagt, für höhere Frequenzen werden bewusst noch einmal stärker bedämpft, damit er halt nicht bei der neuen möglichen Resonanzfrequenz anfängt zu schwingen. Gut, perfekt, wir haben invertierende und nicht invertierende Verstärker. Als letztes haben wir dann noch das hier, das ist einfach nur ein Symbol. Wenn ich jetzt eine große Schaltung baue und ich überlege mir, dort möchte ich verstärken um den Faktor 5 oder um den Faktor minus 3, dann geht man oft den Weg, dass man gar nicht mehr einen Operationsverstärker zeichnet und viele Widerstände, sondern man nimmt einfach nur dieses Symbol und sagt irgendwie mal 3. Und man schaut sich dann halt zu einem späteren Zeitpunkt an, wie man mal 3 eigentlich macht, aber es ist vielleicht gar nicht notwendig für diese Abstraktionsebene zu wissen, wie man mal 3 implementiert, und es wird quasi den Blick ablenken vom Wesentlichen, wenn man dann jetzt irgendwie da Widerstände und sonst was hat, wenn man einfach nur sagen möchte, ich verstärke mit dem Faktor 3, wie, weiß ich halt noch nicht. Wenn man diese Beschriftung weglässt, aber nur dieses Symbol macht, dann ist das quasi ein Puffer, also ein Impedanzwandler, der einfach nur das Signal durchreicht, ohne das irgendwie zu verstärken oder zu bedämpfen oder sonst irgendwas zu machen.